Da bin ich wieder. Ab 18 Uhr habe ich gesagt. Ungefähr geht es wieder weiter. Wir haben es 18.03 Uhr, also ganz gut eingehalten die Zeit. Boah. Heute Abend, weiß nicht, ein bisschen Querfeldbeet fahren. Mal gucken.
Besser, dass die schon wieder durch sind.
Ach, Mann. Hey Red. Ja, dieses eine Team beim vierten Gefecht. Können mit dem T95 können. Das Ding hätten wir 15-9 gewinnen können, aber es muss ja wieder mal gekippt werden, wie eben gerade der Tagessieg. 400 Damage Tagessieg. Das wäre jetzt ein geiler Tagessieg gewesen. Das wäre jetzt richtig was Tagessieg gewesen auch. Warte. Du müsstest auch so in meinen Channel reinkommen können. Nee, weil ich mich überhaupt nicht bewegen kann. Eigentlich ja. Nö, ich kann ja auch keinen Client sehen, der hier im TS drauf ist. Weil ich wurde eben, als ich schon hier gewartet habe auf dich, angeschoben, was ich denn gerne möchte. Aber ich konnte ihm halt nicht zurückstupsen, weil ich ihn nicht gefunden habe. Das war leicht. Brauchst ja auf denjenigen, der dich angestupst hat, nur auf das. Da auf den Namen dann rechtsklick machen. Wusste ich. Ja, genau. Ich hab ja auch so viel Ahnung von TS. Oh, und das hätte. Hätte? Das hätte ein schöner Tagessieg sein können, wenn das nicht eben gerade mit 5-mal Damage schon der gewesen wäre. Danke, Rico. Das wären schöne 5000 Erfahrungspunkte gewesen. Wo ich dir. Naja, 150.000 Erfahrungspunkte noch. Und dann bist du durch mit dem Ding. Ja. Ja, minimal anstrengend, wa? Finde eigentlich gar nicht so verkehrt. Bloß, ich fahre denn nur noch im Zug. Also ich packe nur rein, wenn die anderen beiden dann keine Mediums reinpacken. Ja, das ist klar. Ja, ich bin mit Leuten im Zug gefahren, die haben dann immer Mediums dazu gepackt, Neuner. Ja, gut, kann denn, man, aber das geht dann aber auch nur, wenn die beiden Mediums den Rücken von der T95 bewachen. Nee, die sind immer vorgefahren und ich bin immer mit 0 Damage aus den Gefechten rausgegangen. Das ist scheiße. Ich würde das, wenn so machen, dass die Mädels halt den Rücken decken.
Ich habe dann gesagt, ich brauche noch Damage, will auf den einen raufschießen, mit mal klicken die dann raus mit ihren beiden Skodas. Ich sag, hallo, ich klick gleich einen von euch raus. Ja, warum, warum? Ich so, weil ich noch gar keinen Damage habe. Und das eine Mal war ich pissig, habe ich HE durchgeladen, den voll auf den Motor hinten raufgezimmert. Da abgebrannt. Was das denn solle? Ich so, ja, sonst kriege ich heute gar keinen Damage mehr. BB. BB. Sorry, ne? Sie war etwas schwer beschäftigt. So genau wollten wir es auch nicht wissen. Das sind Kinder anwesend. Egal, hör mir an. Wie immer auf ab 18. Könnte besser sein bei uns. Du hast schon was drin, sag das doch. Oh, du hast mich auch im Spiel angeschrieben? Ja. Oh. Ja, sorry, ich hab grad auf die Uhr geguckt. Ich wollte gerade ein WT auf PZ4 dazu schmeißen, aber das ist glaube ich keine so gute Idee, wenn du eine Arti nimmst. Muss ja nur nicht aufgehen. Genau, Moment da. Yeah. Ich hab zwar nichts getrunken und auch sonstiges nicht getan, aber egal. Ja, laber nicht, Hendrik. Ich hab dich eben angeschrieben, also. Weiß Bescheid. Ja, ich weiß. Oh, auf der Map war ich eben auch im Ensk. Das war übrigens mein Tagessieg, weil es auf der rechten Seite unsere komplett durchgefahren sind. Alle haben die linke Seite hier offen gelassen. Ja, das ist aber eine blöde Map für mich. Ja, für uns ist sie nicht viel besser. Ich wollte gerade sagen, komm du mal rumzujammern. Du kannst hier noch mehr machen als wir. Nichtsdestotrotz fahre ich rechts raus. Das ist fresh. Will aber jemand seine Tage zu haben, wa? Habt ihr gehört? Ja. Ja, ich glaube, das war auf Hendrik gemünzt. Hendrik darf das. Ja, bist ja auch im Mimimi. Ja, genau. Bei dir darf ich ja sowieso. Naja. Ja. Was ich neck, das liebt dich, oder? Genau so sieht's aus, weißt du? Ey, Lori, ist das dein Ernst? Ey, der hat gerade gesagt, wir sind die Teletubbies vom Panzerverein. Ja. Er wird frech, also kann es ihm gar nicht so schlecht gehen. Ja, dann erzieh ihn doch mal, Dani. Hast du auch mit mir auch versucht, ist gescheitert. Wo ist denn mein Schuss hängen geblieben? Halt die Klappe, Hendrik, bei dir kriege ich trotzdem immer irgendwie meinen Willen durch. Ja, bei euch vielleicht, bei mir aber nicht, da hat sie keine Chance. Also ich glaube, das weiß der Hermie. Oh, ein AFK T21, den nehme ich mal raus. Alter, die T10 ist ja schon fast durch, ey. Was ist denn da los? Ja, genau so war es eben gerade auch. Ich komme nicht dran, Alter. Was für ein Dreck. Scheiße, ich bin tot! Ich bin tot. 506 Schaden gemacht, 600 ermöglicht. Komm nirgends dran, Alter. Ich bin minimal gefroren. Oh, jetzt kommt da ein ETW auf mich zugerast. Sauber. Ja, hat unser Budget AP auch nicht geholfen. Guck dir an, wo die Lori-Arti und die M53 ist, die gegnerische. Ja, die kommen mir hier gerade schön entgegengefahren. Ich bin direkt wieder da. Wo ist denn mein Schuss jetzt hängen geblieben? Ich bin noch im Reload, Alter. Gefällt mir ja gerade gar nicht, was hier abgeht. Und das geht schon die ganze Zeit so. Ich würde flüchten, Herbie, an deiner Stelle, aber ganz weit weg. Ja und? Sterben tue ich eh. Läuft so schlecht, ja. Wieder da. Bin offen, okay. Die Lobbys haben mich aufgemacht. War der Sweetie zwischenzeitlich nicht da? Nö, nicht dass ich wüsste. Bin auch gerade erst wieder da.
Du hast mich um 5 vor 6 angeschrieben, also warst du schon eine halbe Stunde da. Wer, ich? Ja. Nein. Du hast mir, Mannstin Hermi, 17.55 Uhr, wieder da. Hast ja. mich hier auf dem TS angestupft. So, das ist schon ein Dings. Ja, warst schon eine halbe Stunde vor mir da. Erzähl nix, ich hab Beweise. Oh, ich war gar nicht offen. Warum beweg ich mich denn? Oh, ich hab doch Lampe auf der RTA. Warum beweg ich mich? Scheiße. Siehst du? Ob ich jetzt weggefahren wäre oder in China fällt unser Kreis um. So konnte ich wenigstens noch eine Arti killen. Hinter dir kommt übrigens einer. Danke. Versuch da links den Rost zu nehmen. Oder so. Hast du T2 noch mitgenommen? Ja. Ja, voll. Ja, 22 HP hast du stehen lassen. Das ist mir egal, er hat noch einen reingekriegt. Die Lorry war aber auch geil, ey. Oh. Fahren wir mal gegen den Käfigtiger P. Mal gucken, was passiert. Ja. Ich würde mal sagen, unser Zug hat die meisten Kills gemacht. Ja, hat er? Ja. 4 von 7 Kills. Jawohl! Davon gehen auf dich. Was da los, Jeremy? Was da los? Oh. Aber. Und das mit der kleinen Gun. Ja. Respekt und Anerkennung, ey. In der Hoffnung, dass wir jetzt eine bessere Map kriegen, wie Kempinovka, die wir eben zweimal hatten, ne, Hendrik? Hatten wir. Ja, E25 und dann hattest du die, hatten wir die noch wohl die Arti hattest oder was war das? Nee, da hattest du den KD, glaube ich. 140. Ja, genau, 140er. Wo ich mich mit da mal oben mit dem M3 und dem Wettet angelegt habe. Ja, hier kann ich ja was machen. Ich auch. Halte ich in den Wald rein oder halte ich woanders hin? Ich stelle mich ja mittlerweile immer da oben bei diesem Busch hin mit TDs. Oben bei. Ja, da mache ich auch gerne, aber eher mit dem Rheinmetall, weil der Vierer geht ja zu leicht auf. Da wir zwei Gegner-Artis haben, könnte das gefährlich. Ah, ich probiere es einfach mal, weißt du? No risk, no fun. Boah, das ist ja voll assi. Ich habe ja noch hier drei Konkurrenten. Ja, ja, wir fahren doch alle in dieselbe Richtung. Der drei. Ja, ich bleib die ganze Zeit in Bewegung. Ich fahre jetzt hier eine Runde von der Dreierreihe dann über die D-Reihe und dann wieder zurück über die Achter. Du hast da was gefunden, Kitty. Ja, ich komme auch die Scheile zurück. Sag ich ja. Motor, Fratze, Ketten kaputt, alles. So schnell konnte ich nicht reparieren. Ich habe euch aber nicht wirklich was aufmachen können. Das ist scheiße. Dafür bin ich aufgegangen. Der kleine Scout macht da einen guten Job, ey. Hau daneben, Alter. Lol, der VK28 fährt direkt vor mir lang und er kriegt mich nicht auf. Was ist denn da jetzt passiert? Nur das nicht.
Ich richte mich mal nach rechts aus. Könnt gesünder sein. Versuch's dir wieder aufzuscouten, ja, Hermi? Ja, ich bin mal so ungefähr da, wo der... Naja, da. Genau den. Nimm, mach mal den. Der ist für mich am gefährlichsten, glaube ich. Da ist noch ein... ich will nicht... Da ist auf jeden Fall noch irgendwas... Oh, ich habe was aufgeklärt. Ja. Geil. Ich komme jetzt nicht mehr dran. Haus ist dazwischen. Geil. Echt denk geil. Denk an die AMA-Tiefen, die sind gespottet. Ja, ist eh egal. Wenn die Arti einen aufgeklärt bekommt, dann ist das Team schon wieder echt ehrlich. Ja, recht hat er. Muss ich hör mir aber beipflichten. Mhm. Der denn es ist keiner nach rechts gefahren. Es wäre jetzt gerade noch geiler gewesen, wenn ich den Uni aufgeklärt hätte. Ja, warum hast du denn nicht gesagt, dann wäre ich direkt nach rechts abgebogen, wenn nach rechts jemand Pets haben wollen. Ja, ich habe ja gedacht, dass irgendwas nach rechts hinfährt. Ah, Quatsch. Dann hätte ich mich da halt zur Not erstmal nur in den Busch gestellt. Da kann ich ja gut dumm rumstehen. Das stimmt allerdings. Boah, halt die Schnauze, du Mimimi. Pass auf, du weißt, ich mach Teamkill. Ey, 2-8. 2-8. Und unser Platoon hat wieder die Hälfte der Kills gemacht. Ja, der Dumpf dort hier, der könnte auch mal sterben. Es wird nämlich langweilig. Nö, der verballert lieber. Direkt vor dir die Su. Ja, jetzt ist sie zugegangen. Da hast du wieder. Ich würde die Su nehmen, weil... Was für eine Su? Da komme ich nicht mal dran. 122. Rechts von dir. Direkt vor dir. Da die steht auf nicht... dem Hill. Auch wenn du die nicht siehst, setz einen Schuss dahin. Die steht direkt vor dir ich auf dem Hill. Ich kann da nicht hinschießen. Ja klar, Mann. Nein, kann er nicht. Doch, Hermie, hätte er gekonnt, weil er wäre nein, dann da war ein Berg zwischen. Ja, du checkst das gerade nicht. Er hätte auf den Berg hochfahren müssen, Kitty. Ja, und der ist doch sowieso gestorben. Dann hätte er auch davon so noch rausnehmen können, dabei sterben können. Er hätte nur rechts den E4 rausnehmen müssen. Oder so. Oder E1, da, was das wieso ist. Wieso lasse ich mich eigentlich belabern im Gefecht? Was, das, den Fehler habe ich so oft schon gemacht. Es ist doch egal, wie du stirbst. Sterben tun wir eh mit diesen tollen Teams. Da hast du allerdings recht, ja. Aber da hätte ich noch effizient mehr reißen können, hätte das ein bisschen schade. Ich hab jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5 Gefechte gemacht, davon 3 Niederlagen. Und bei den 3 Niederlagen sogar 2-mal kein Damage. Ich könnte jetzt echt schon wieder ausmachen. Am besten bis Sommer hin nicht mehr spielen. Echt, die letzten Tage habe ich nur Ark gespielt. Alles entspannt, alles supi, alles schön. Deswegen habe ich jetzt auch die letzten 2-3 Tage nicht gepankt. Eine, kann ich fast eine Stunde jetzt WoT gespielt, schon ist der Blutdruck wieder sonst wo. Warum? Weil Wargaming es nicht geschissen bekommt, vernünftige Anti-Cheat-Programme herzustellen. Brauchen sie nicht mehr herstellen. Sie brauchen nur bei anderen Provide, also bei anderen Spieleentwicklern brauchen sie Anfragen. Ja, wie bei WoW. Ja. Und WoW hat so ein einfaches, simples Ding. Steam hat zum Beispiel jetzt sogar was ganz Neues, das Battle Eye. Das Battle Eye benutzen mehrere. Steam benutzt Battle Eye. Hier Uplay benutzt Battle Eye. Battle Eye ist noch. Hast du denn keinen Kontakt zu dem Alex? Nö. Oder kennst du wen? Ja, und die können doch da auch nichts machen. Aber der Alex hat ja Kontakt zu Wargaming. Ja, aber Wargaming wird doch nichts daran ändern. Weil dann würden das sie wäre jetzt. Ja mal ein Versuch wert, dann würden sie doch. Alter. Komm, Will. Kleines Pissvieh, ey. Oder meinst du nicht, wenn man so als Clan mal ein Ticket zusammenschreibt? Das bringt nichts. Wenn wir müssten alle großen Clans das machen. Alle. Okay. Bei den kleinen Clans interessiert sie doch nicht. Dein Ernst, Crusader? Baller ich durch dich durch. Worauf willst du ballern?
Wer kommt mir helfen? Bin hinter dir, komm mal. Ja, ich kann nicht schießen. Meine Gun ist kaputt. So, Gun ist wieder heile. Soll man nicht erstmal den JP? Hier voll. Wer ist denn da vor mir? Jetzt hinter mir, toll. Ach. Da, guckst du da hinten an, da die. Wieso fährt man denn da so weit hoch? Hendrik, du kennst das Problem. Es sind noch Ferien. Ja. Das ist korrekt. Es sind Ferien, ja. Ich verstehe trotzdem bloß den... Ach, egal. Ja, was ist in den Ferien bei WoT los? Darum geht's mir. Wären wir da hinten stehen geblieben, Hendrik, hätten wir genauso wenig ausrichten können. Ich bin da schon des Öfteren da mit dem E25. Wir mussten. Mussten nicht, aber ich bin da auch schon des Öfteren hingefahren. Aber wenn unsere Zollen. E25 da rein, Jolon, ist glaube ich nicht unbedingt die beste Idee, weil Panzerung hat er nicht mehr. Ja, aber unsere tollen Chromwells hätten mal nicht hinten snipern sollen. Mit dem Chromwell kann man auch so geil snipern. Das ist der beste Sniper-Panzer im ganzen Spiel. Triffst du auf 5 Kilometer Entfernung eine Fliege. Dagegen sage ich jetzt auch nichts. Bloß da vorne rein zu Jolo war halt auch nicht unbedingt die beste Idee. Ich war eben gerade echt im Überlegen, unseren drei tollen Sniper-Panzern da eine zu knallen. Ich war eben ganz kurz davor. Einfach machen, Hermie. Konkurrer steht. Nicht mehr. Ja. E50M gerade getrackt. Bin gerade noch auf dem Conqueror. Eben da unten hin. Ich hab noch 10. Kritischer Treffer. Ja, die Badge drauf. Ja, ich schwenke auch rüber. Da unten ist mehr als da oben. Bin auf den 62 und den 55 Alpha. E50M steht. Ich hab dir meine gegeben, toll, wir haben ja auch. Hau da gleich in den 3er-Pulk eine rein. 10 noch. Ich hab noch 8. 3er-Pulk kriegt er da nicht mehr auf, wa? Getrackt habe ich ihn.
Den E50M schon wieder. Das war knapp. Bitte? Was war das? Warum bin ich jetzt gerade so schnell geplatzt? Hast von ganz viele andere Panzer stehen. Oh. Ich hätte doch mehr Spotter spielen als sonst was. Ja, genau. In dem Moment, wo ich abdrücke, fährt der Wichser natürlich los. Warst du auch auf dem 54 LT? Ja. Als wenn er drauf gewartet hätte, oder? Ja. Die ganze Zeit steht er still, man schiebt, man drückt ab und er fährt los. Ich hab null Schaden. Super Runde. Ey, am 50M ist ja noch was dran. Hätt's nicht sagen sollen. Das war knapp. Joa, das kenne ich, das Gefühl. Da nur mal wieder was aufgehen. Boah, der ist ja noch voll. Ja. Gleich nicht mehr, gleich haut die Grille da einen rein. Die Grille hat da einen reingehauen. So, wo ist jetzt der 62 Alpha? Der bleibt doch bestimmt da oben. Unsere Ruf für eine Mission. Von da oben aus snipern und nichts aufmachen. Ah, oh, jetzt ist er da drüben. Schön. War nicht mehr voll. Ja, der Schuss fliegt natürlich stundenlang. Treffen, was ist das? Die Art ist wieder ungenauer gemacht. Also mit der GW Tiger habe ich aber eigentlich keine Probleme. Der Schuss ist jetzt genau da. Der Schuss ist genau da gerade gelandet, wo der Mittelpunkt von mir ist. Aber ist nicht. Ja. Also der hätte nur so einen Meter weiter zurückgehen müssen eigentlich. Hey, 94 Schaden. Er ist 140er. Kann das dann da alles hintereinander wegräumen, ey? Schade. Das ist so zu lange in der Luft. Du lädst schneller nach als ich, hör mich, ich fahr mal vor. Kann mich ja eigentlich nicht one-shotten. Also. Sauber!
Ich musste meine Arti noch drehen. Ich habe schon so weit vorgedreht, aber hat noch nicht gereicht gehabt. Ja gut, ich habe aber noch nicht wirklich viel Sichtweite mit dem Vieh, ne? Ey, ich könnte jetzt den Motor erforschen. Nein. Erforsche erst die Gun. Boah, das Spiel ist minimal laut, ey. Achter möchte er jetzt fahren. Ja. Ich weiß nie, welchen Achter ich fahre. 14.000 Erfahrung, dann kann ich mir die Erfahrung holen. Cool, soweit bin ich noch nicht mit meiner Crusader. Mhm. Ja, aber überleg auch mal, ich hatte die ja schon weitaus länger wie du, ne? Aber ich habe mir auch nicht die Ketten erforscht bei der Crusader. Die 9000 Erfahrungspunkte habe ich mir gespart. Weil du kannst da alles andere so drauf packen. Yay, super Map. Wo geht das doch? Ja, ich weiß. Man kann halt nur die blöde Seite erwischt, wenn du passiv scouten willst. Ich weiß ja nicht. Richtig. Ich scout eigentlich eher passiv, aktiv scouten. Kann ich nicht so gut. Also da kannst du Hermie fragen, eigentlich kann ich es mittlerweile eher dieses aktiv, dass ich die ganze Zeit nur in Bewegung bin. Das läuft halt momentan einfach nur scheiße. Ja gut, das ist bei mir verdammt kartenabhängig. Boah, wo der Schuss hinging. Also die Badge hat auf jeden Fall den Motor kaputt. Ich habe für die Badge auch schon ordentlich Spot Damage bekommen. Bin ich mit zufrieden. Geh jetzt da den Spick raus hier rommeln. Das ist ein T-54 Light über die Kante. Bin nicht mal offen, Alter. Bitte schön. Ich hab grad die Badget eher genervt. Ja! Als ob er es wieder gerochen hätte! Bleibt er einfach wieder stehen, ohne triftigen Grund.
hab die Badge gerade verfehlt. Aber wenn die da stehen bleibt, kriegt die in 13 Sekunden ein. Ah, schade. Werd gleich vom 140er gerommelt. Schaden durfte ich an der scheiß Batches machen. Boah, es ist nicht wahr, was da unser 1375 macht, oder? Ey, wenn ich mich hinter den Berg stelle, kann ich auch mit der Arti spotten, ey. Ey, das ist echt so ein Stück Brot. Bin gerade am Turm vom Löwen abgeprallt, Alter. Gott, nicht wahr. Doch, die haben Löwen ja gebufft. Ey, wofür ping ich an? Naja, dein Schuss ging ja eh daneben, Kitty. Ja, trotzdem. Wofür pingt man an? Das mache ich gerade die ganze Zeit und trotzdem wird immer wieder alles abgeballert. Schnauzvoll. Wenn sie keine Artis dabei haben wollen, dann sollen sie die Artis aus dem Spiel nehmen. Kriegst du den nochmal auf? Bin nachgeladen. Scheiße, der ist im Haus hängen geblieben. Ich hab ihn getroffen. Oh. Ja, aber die T92 nimmt den jetzt nicht mit raus, oder der Pferd? Oh, ne? T92 hatte schon über ihn geschossen. Die hat ins Haus reingeballert und keinen Damage an ihm gemacht. Ich hab aber auch nicht viel gemacht. Ich habe 3 Schachteln erhalten. War wieder eine 4, war wieder die Richter. Oh, ich habe doch so viel gemacht. Was habe ich denn blind getroffen? Es fängt Termi mit den tiefen Geschützen an, ja? Ja, den. Bitte mal kurz. Auf dem eben wenigstens einen Tagessieg raufholen. Ich konnte gerade wieder ein Schwimmbad-Ding da. Schwimmbad-Dekoration anbringen. Schreib mal lieber Wargaming an, wann sie das Lenkrad implementieren. Lenkrad? Erstmal auch mit Lenkrad spielen können. Ich habe ein Lenkrad hier. Ist das ernsthaft? Ist PlayStation-Steuerung dran.
Lenkrad, was ich habe, kannst du für PC, PlayStation 3, PlayStation 4 benutzen. Ich habe auch so eins. Was ist denn mit Erwin los, dass der alleine sein will? Kenn ich ja gar nicht von dem. Erwin hat doch letztens einen Rage Quit gemacht. Echt? Ja. Toll, das ist ja echt eine Map für mich. Warum habe ich nicht die FVAD genommen? Nee. Dani, das ist schon wieder Jammern auf hohem Niveau, Alter. Ja, mein Himmelsdorf mit der Arti. Mit der M44, Alter, die kommt auch überall hier dran. Ja, wenn du da, wenn du ein bisschen zurückfährst, kannst du oben auf den Hill schießen. Ich fahr oben auf den Hill nämlich. Du müsstest eigentlich oben auf den Hill hinkommen, ne? Ja, so halbwegs. Hör mich, ich hab dich als Support, wa? Ja. Das ist gut. Ich komme aber nicht da dran, wo der Schutthaufen ist. Ich komme erst auf die andere Seite raus. Ja, aber du musst zu unserer Su 152 hinfahren und hoffen. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Warum nicht? Steht doch bestimmt schon irgendwas CD-mäßiges von denen am Bahnhof, was mich spottet, wenn ich dahin fahre. Direkt am Innenbogen da lang fährst, sollte dich eigentlich nichts aufmachen. Ich bin noch nicht da. Probier's. Hendrik? Hä? Bin noch nicht ganz da. Ja. Die drücken mich! Aber sonst geht's euch. Der ist das zweite Mal Amorek, Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich muss zurückziehen. Wo ist denn der Rest von meinem komischen Idioten hier, Alter? Hör mich, ich muss hier weg, das überlebe ich sonst nicht. Ich überlebe das so schon nicht. Autsch, da hinten in der Ecke steht die Arti. Steffi? Gucken, ob ich einen Schuss sehe. Ja. Ich hab sie nicht erwischt. Was ist denn da jetzt schon wieder passiert, ey? Oh, praktisch, dass es jetzt nochmal so eine Scheißrunde war. Jetzt weg. Was? Ja, ich bin noch wo eingeladen worden. Ja. Okay, dann mach's gut. Und einen schönen Abend. Ja, euch auch noch und viel Erfolg noch. Irgendwie nicht ganz so frustriert werden, ja? Ja. Bis denn, ciao, ciao. Ich glaube, wir machen auch nicht mehr so lange. Ciao, ciao. User disconnected from your channel. Hey. Also, man möge mir bitte heute nicht böse sein, aber ich bin eigentlich momentan recht entspannt und BOT ist gerade schon wieder. Dass ich recht unentspannt werde. Also um 8 höre ich sowieso auf.
Wenn nicht sogar vorher. Mal gucken. Vielleicht mal jetzt auch nur noch ein, zwei Gefechte. Ja. Ich hab. Ja. Echt, ich war so tief entspannt. Kannst du hier Alexa fragen, wie entspannt ich jetzt die letzten zwei Tage dabei. Ich habe den einen Tag ungelogen, wenn ich 5 Stunden lang nur von Basis zu Basis geflogen habe, unsere Rohstoffe hin und her transportiert. 5 Stunden lang. Ja, krass. Hab mich nicht ein bisschen drüber beschwert. Es war. Und das war quer über die Map rüberfliegen. Also ich musste sogar zwischendurch Pause machen, damit sich der Flugsaurier erholen kann. Hä? Gelandet, eingeladen, so. Was war das? Ich glaube 1400 Kilo waren. Also fast 3 Stacks Metall war das. Ich war unten da heavy liegen. Ja, ich war nach links und sehr viel anders übrig. Bin da. Ich muss ja jetzt eh nur ein bisschen ausrichten und dann kann ich ja Kaffee kochen gehen, so ungefähr. Bin dann rübergeflogen, ausgeladen, wieder zurück. Ich habe. Warte mal, unser Tresor, da waren 200 Plätze eingenommen. Da nochmal 75. Oh, ich glaube, ich bin so 50 Touren oder so geflogen. Ja. 50, 60 Touren. Locker. Ist es hier vorne schon eine Ruhe oder was? Da. Ich glaube, damit hat das Objekt 140 nicht gerechnet, gleich eine 700er zu kriegen. Toll, wofür fahr ich da hin? Wofür lasse ich mich spotten? Ja. Oh, ein E-Mail vorbeigeschossen, verdammt. Wow, der FV hat mit HE geschossen. Oh, da steht noch ein Kong, der nie aufgeht. Warum darf denn der Konkurrent jedes Mal durchkommen? Ja, jetzt durfte die E7 durchkommen, weil ich scheiße stehe. Okay. Ich hab den. Bin rückwärts hochgefahren und hab den halt mein Dach gezeigt. Und unser Knallwerfer hat anscheinend nicht gewirkt. So wie die IS-7 und der Conqueror da durchfahren durften, hat unser Kinderwerfer nicht gewirkt.
Warum nimmt der scheiß CDC die IS-3 nicht raus, Mann? Ich kann nicht schreiben. Ich hab... Weil er zu dumm ist. Ich krieg ihn gar nicht runter. Ding ist sowieso schon wieder verloren. Ja. Ja. Worum geht es sich eigentlich um das Spiel? Eigentlich nur die Leute zerstören oder was? Was macht ihr da eigentlich genau? Ihr seid ein Clan, ihr macht da Aufträge? Warum? Es, an und für sich geht es nur darum, entweder das komplette gegnerische Team zerstören oder die gegnerische Basis einnehmen. Oder dann gibt es halt noch den Spielmodus, dass du deine Basis, also Angriff, Verteidigung, dass ein Team angreift und das andere die Basis verteidigen muss oder eben... Also du kannst dann das gewinnen, indem du einfach nur zurück hinten stehst und sozusagen bunkerst. Wenn die Zeit abgelaufen ist, hast du automatisch gewonnen, beziehungsweise die anderen automatisch verloren. Ja, also es ist quasi so wie Call of Duty, nur halt mit Panzern. So ja, so ungefähr Call of Duty. Ja. Sowas halt. Ja, bloß, dass du halt nicht wieder, dass du nicht wieder spawnen kannst. Ja, okay. Wenn du tot bist, bist du tot. Ist zwar natürlich kein Vergleich, aber okay. Doch bei Call of Duty gab's mal, wie hieß das? Ich glaube, einen Modus gab's mal, da hast du nur ein Leben sozusagen in der Runde. Willst du mal mit Marc eine Runde fahren mit irgendwas Kleinem, dass du das mal so zeigen kannst? Okay, sag gerade nicht heute. Und halt in Clan Wars und Bollwerken ist das halt so, dass du damit wirklich als kompletter Clan fahren kannst, also 15 gegen 15 nur Clan intern und so können wir ja maximal nur 3 fahren. Und da ist halt so, dass du mit 7, 10 oder halt 15 Leuten bist. Na, unterhaltet ihr euch mal eben schon mal kurz abkacken. Und dieser CDC! Jetzt versucht er zu sidescrapen gegen einen Panda 8 mit einem CDC. Oh, das ist ja, versuchst du mit einem Stück Butter gegen heißes Messer dich zu wehren, ey. Oh, ey. In welchem Panzer fängt man denn überhaupt an? Ja, das ist eigentlich egal, wo, auf welche Reihe du sozusagen gehen willst. Du hast ja... Nee, du kannst ja jetzt bei... Danny kannst ja in den Forschungsbaum bestimmt gerade reingucken, oder? Wo ist das denn? Oben steht doch in der Mitte Gefecht bzw. bereit und darunter steht Forschung. Muss man jetzt wahrscheinlich die ganzen Fenster, die da jetzt in der Mitte sind, muss man wahrscheinlich wegmachen. Und da hast du links halt die ganzen Länder. Deutschland, Russland, Amerika, Frankreich, Großbritannien, China, ja, Japan. Und da kannst du dir halt sozusagen, sag ich mal, wenn du die Deutschen anfängst, fängst du mit dem Leichttraktor an. Das ist der Einserpanzer. Und dann kannst du ja aussuchen, auf welche Reihe du sozusagen am Ende gehst. Guckst du beim 10er Panzer und dann siehst du ja die Pfeile. Dann gehst du sozusagen zurück, dann weißt du, mit welchem Panzer du zum Beispiel auf der Maus und R100 wärst der Panzer 35T. Wenn man gehen kann. Wenn ich mal Lust habe oder du Lust hast, dann nehme ich mal meinen Abend dafür frei. Und beschäftige mich mal damit, weil es scheiße, ich spiele hier Panzer, ich verstehe nur Kauderwelsch von dem, was ihr da vertellt. Aber ich bin zum Beispiel kein guter Heavy-Fahrer. Ich fahre lieber Medium-Panzer. Das hast du halt auch noch. Tommy, ja. Erstmal, ich bin wieder da. Marc sagt gerade selber auch, du musst mit ihm viel Geduld haben. Boah. Du, ich glaube. Also nicht so wie bei Party, ne? Party, den hatten wir ja, also der war ja schon, bevor du mit mir gepanzert, das war der ja schon am Panzer. Ich bin ja normalerweise ein Baller-Gamer, aber halt noch nicht mit Panzern gespielt. Ja, und eher Konsole. Kiki, ja, dass ich aber sowas Geduld habe, weißt du eigentlich, oder? Ja. So. Such dir, du dir mal eben Panzer aus, ich bin kurz AFK. Ich soll was aussuchen, okay.
Ja, da. Hier ist 3, willst du fahren? Ja, aber bevor du startest. Sorry, ich wurde gerade vom Vogel angegriffen. Bevor du startest, Marco wollte mit dir mal reden, weil ich hab dir gerade dein Profilbild bei WhatsApp gezeigt. Und ich werde hier gerade weiter von Vögeln angegriffen, warte mal. Bild bei WhatsApp. Ey, du warst auf dem Nürburgring, habe ich gerade gesehen. Oschersleben. War Oschersleben. Hast du da gewonnen, oder was? Nee, ich bin da... Ich bin da nur... Da hast du gewonnen. Ach so, ja, ich durfte im Type R, durfte ich mitfahren, ja. Bisschen der Autotuning-Szene drin, oder? Nö, ich hab ne, weil ich mal einen Civic Type R hatte, wurde ich von Honda angeschrieben, weil die ja letztes Jahr das erste Mal bei der ADAC TCR mitgefahren sind. Wurde ich angeschrieben, ob ich, oder ich hatte die Möglichkeit, ein Ticket sozusagen zu gewinnen. Die ersten 500, die sozusagen auf den Brief antworten, mit Terminwunsch sozusagen, kriegen Tickets. Ja, und ich hatte den Brief bekommen und war mit einer der ersten, die hingefaxt haben, weil ich habe es ausgefüllt und noch den Abend per Fax dahin geschickt. Ja, das ist korrekt, weil ihr habt mir gerade ein Bild von dir gezeigt, wo du auch, war das jetzt ein Honda? Was war das? Also ich glaube, auf meinem Profilbild bei WhatsApp Knie müsste ich da neben dem Rennauto von der von Honda neben knien. Ja, hat sie mir gerade eben gezeigt mit dem blauen Shirt. Und ich bin halt, das ja, ist halt da der. Rechts der andere eigentlich neben Knie, der Fahrer, weißt du noch? Ja, genau. Das ist halt der Rennbolide von denen. Es ist eigentlich wie das Straßenauto. Nur ist auch dasselbe, komplett dasselbe Fahrwerk, ist halt nur ein bisschen strammer gestellt und keine Sitze drin, außer Fahrersitz und ein paar Gewichte. Ansonsten ist er für die Straße zugelassen. Wenn du bei dem die Dings wieder einbaust, die Sitze einbaust und sowas alles, hast du Straßenzulassung auf dem. Okay. Da ist nichts dran gemacht, auch der Motor ist derselbe Motor wie im Straßenauto. Ja, ich wollte mal mit einer Freundin, die hatten einen alten 1990er BMW 3er. Und die war auch auf den Nürburgring, die hätte mich mitnehmen können, aber zu dem Zeitpunkt war ich im Urlaub. Da hätte ich mir echt in den Arsch beißen können, weil da will ich einmal hin und selber mit dem Auto rumfahren, weil das kannst du ja machen. Ja, meine beste Freundin ist regelmäßig auf Nürburgring. Die aus Gladbach? Ja. Die fährt aber selber. Die guckt nicht zu oder so, sondern die fährt selber. Ja, das ist ja krass. Meinst du, Chris hat mal hin, dass sie mal mit mir dahin fährt? Dass ich als Beifahrer mitfahre. Keine Ahnung, aber jetzt. Ich hatte damals meinen Civic. Hat die versucht auch in Gladbach im Industriegebiet. Nachts haben wir versucht, den ins Driften zu kriegen. Mit ihrem Auto ging das sofort. Da hast du da durch die Kurven, der hat da Gummi gelassen ohne Ende. Mit meinem Auto hat es nicht hingekriegt. Müssen wir mal machen, wenn du mal runterkommst. Was sagte eben nämlich auch, ja, ey, du sollst mal runterkommen. Ja, jetzt habe ich nur noch so ein Auto, so, ja, Kitty, wo fährst du lang? Ich will mal nach rechts. Okay, Wasserlinie. Nee, ich wollte eigentlich Mitte. Was machst du denn jetzt? Jetzt fährst du doch nach links. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Jetzt. Hast du denn selber dein Auto auch gebastelt oder bastelst du selber? Nee. Blöd. Letzte Mal. An meinem Civic brauchte ich nichts dran machen. Boah. Ja, Marc möchte ja auch dieses Jahr mit Führerschein anfangen. An meinem Civic Type R, da brauchte ich echt nichts dran machen. Da war alles schon. Da hat zwar ein Bekannter zu mir gesagt, ja, wenn wir eine andere Nockenwelle einbauen und sowas alles. Ich so, ja und? Habe ich zwar mehr PS und sowas alles, aber dann muss ich noch mehr an Versicherungen zahlen. Mhm. Ja, und so ist der auch schon ganz gut. Ach. Bist du Vieh denn? Komm da jetzt hoch.
Ah, ich darf natürlich nicht treffen. Dieses Vieh von IS3, fahr da nicht so auf die freie Fläche, fahr mehr hier in der Stadt. Jetzt bin ich erst offen. Von 1375. Ja. Klar, die IS3 da hinten darf mich dann natürlich treffen, ne? Jetzt hat die mich. Ja. Hör mich, ich glaube, das wird schon mein letztes Gefecht. Oh. Anzündet. Ja, Pleng. Ich darf nicht treffen. Bin nur am Fressen. Und bevor ich hier noch. Och, Lori. Bumm, tot. Null Schaden. Hi, Yannick. Meine Fresse, ey. Yannick, danke schön für dein Follow. Boah, so weit ja. Oh. Scheiße, jetzt hat die IS3 doch von hinten gewirkt. Also ich glaube, ich werde die nächsten Tage wirklich mal Panzern komplett wieder lassen. Ja, ich schieße mit dem, weil er noch CW ausgestattet ist. Den fahre ich ganz selten im Random, der ist eigentlich dauerhaft für CW ausgestattet. Ich glaube, ich werde mich aber mit Panzer weiter verblühen müssen. Uah, ich werde wieder angegriffen. Oh, was war das denn? Ich habe doch da voll drauf gezielt. Oh, Ati, du sollst dich nicht um mich hier kümmern, du sollst dich um... Ja, Hauptgeschoss getroffen, du bist... Drin. Wie gesagt, bei mir gibt es so Panzer, die sind eigentlich ja sozusagen mit Premium-Munition voll bestückt, weil es halt CW-Panzer sind und ich die müsste, glaube ich, auf den T32 müsste es auch sein. Da habe ich auch die kleine Gun drauf. Oder wollen wir uns einfach nur ein bisschen Geld einfahren, Helmi? Oh, jetzt bin ich fast da gewesen. Na, super war die Runde jetzt nicht, aber egal. Ich habe 2200 Spot Damage gemacht mit der IS3. Bei mir steht überall 0. Oh Mann. Speer mit der IS3. Und Stahlwand. Kaffer 85 habe ich aufgeklärt, den T3485 und die IS3. Geil. Der IS3 Speer bekommen. Ach ja.
Mal kurz gucken. Ah, hier, T32 ist auch voll APCR drin. Irgendein Panzer war das, glaube ich, noch. Chrom WB. Ja, Chrom WB ist auch viel Gold drin. Was sind wir noch im Dings gefahren? Ach ja, mein Jagdpanther 2 ist auch da, ja, so halb. Objekt 140 und Objekt 140 ist auch für hier hin. Ich folge dir jetzt einfach nur noch. Hermie? Warte, ich bin kurz was am Lesen. Entweder da an Stadtrand oder hier vorne in der Mitte. Eigentlich nicht, Janek. Ich habe genug Mods. Sind zwar nicht so häufig da, aber ich will immer Shift-Taste hier drücken, damit ich schnell losfahre. Du fährst dahin. Ja, aber so wie ich das sehe, werde ich ja nicht mit hinfahren. So. Nee, nee. Ey, freck ich jetzt schon wieder als erstes oder was? Hau da ab. Fahr da nicht vor, fahr zurück. HTC hat mir eine geballert, ich muss das Ticket hier aber abhauen. Ja, ja, aber wenn du zu bist. Ich hau jetzt auch ab. Ja, keine Ahnung. Die Isu hat mir auch einen geballert. Komm da hinten dann zu dir her. Lass es, hier hinten ist auch Abschussfutter, ich fahr jetzt in die Schlucht. Mir scheißegal, wenn die anderen campen, camp ich jetzt auch. Hier unten? Hier auf? Könnte wie die Stadt her aufgehen, ne? Ah, jetzt macht denn. Jetzt ist ja in der Mitte gar nichts mehr, was Licht machen kann, ne? Nö. Scheiße. Und City können wir auch knicken. Oh, das ist ja schon wieder hier. Traum von Team ist das. Ein Traum in Weiß. Okay. Ja komm, PTA, fahr da raus. Ah, er traut sich. Ich glaube, wenn ich schieße, wege ich auf. Bin bei der Batchet nicht durchgekommen. Oh, da darf ich auch nicht, ja, den darf ich auch nicht treffen. Ja, ich auch nicht. Ich bin jetzt auf dem mit 207 Struktur. Der steht hinter dem Stein. Ja, wenn er wieder ein Stückchen. Ja, Iso. Oh, und ich treffe den Stein. Ich bin schon wieder offen, es ist unfassbar. Es steht nur noch die ISO.
Iso hat mich bis auf 28 HP runtergenommen. Was macht denn unser Tiger 1 hier? Was hat er denn für einen Auftrag? Wenn die Iso mich jetzt killt, schießt die durch den Stein und dann reporte ich die und schreibe ein Ticket. Warte mal. Ich komm und sie. Ich sehe, dass die Gun von der Iso durch den Stein geht. Okay, sauber. Aber der T28 HTC steht auch noch da hinten. Der ballert sofort wieder auf mich. Der BTA muss nochmal vorgucken. Ah, jetzt war der Amix 30, konnte ich kurz drauf schießen. Scheiße, ey. Ich kann mich auch überhaupt nicht, aber ich könnte jetzt in der Mitte fahren. Ich bin tot. Wie immer. Oh, hast du auch noch viel Strukturpunkte? Ja. Boah, ich bin aufgegangen hier. Ich werd wahnsinnig. Da haben sie nicht mal angekotzt. Beim Abprallern haben wir dann. Hatte ich auch, oder meine Schüsse sind da vor den Boden gefallen. Nee, die haben den 112. Die haben den 112er haben so ordentlich gebufft. Ich hatte es aber gerade überall mit dem Mutz. Und das habe ich dir letztens schon mal gesagt, dass ich das ständig mit dem Mutz habe. Diese Abpraller. Ich bin ehrlich, für mich hat es sich nicht gelohnt, das Ding zu kaufen. Die Kohle, die war schon schwer. Oh, T95, ich bin doch schon One-Shot. Also dir habe ich mit den Panzern gefallen getan, aber mir nicht. Amix 30 war besser. Das ist ein Stock ES3. Der will einfach nur resetten. Oh, kommt hier gar nicht mehr lang. So. Meine ganz vorsichtig. Nicht wie mit deinem Type 64. Noch ein bisschen was für die Äpfel und stell sie in Cap. Da wird ja noch rausgeknuspert da. Ja klar. So sehr das Stück durchgekappt.
Das war auch genial. Kommt der Yannick bei mir ins Stream? Er ist ja jetzt wieder weg, so wie ich das sehe. Fragt mich per Whisper mit einem irre langen Text, so richtig Bewerbungstext, ob er mehr Mod sein könnte. Erster Punkt für Nein ist schon mal erst 15. Vorher kriege ich einen Mod. Und dann? Da hat er eh kein Interesse dran. Naja, er hat eben gerade erst gefollowt, also er weiß gar nicht, was bei mir im Stream überhaupt abgeht und sowas alles. Ja, krass. Und er ist schon bei zwei weiteren bekannten Streamern Moderator. Und dann, er ist leider nur zu bestimmten Zeiten online, nämlich von 14.30 Uhr bis 24 Uhr, wochentags und am Wochenende. Wochenende, glaube ich auch. Vor allem, ihr sucht euch ja eure Moderatoren selber aus. Ja. Oh, ich habe schon wieder Dings bekommen. Speer. Wie viel habe ich denn aufgeklärt? Oh, 1,7. Fast 1,8. Oh, da brauche ich auch nicht mehr viel bei Besatzern. Da habe ich endlich den ersten Perk fertig. Waffelbrüder, dann geht's richtig los mit der Arti. Fährst du an Hilron? Ja. Yeah. Ich fahr so durch die Schlachtergasse und dann danach K8. Kann auch sein, dass ich mich bei H7 hinstelle. Ich glaube, das mache ich auch. Aber schade, kein Achtergefecht, ne? Und es ist kein Japze dabei. Aber ein Tiger zum Nerven. Gut, ich fahre nicht oben an den Hill, da fahren nur drei Panzer hin. Der ging nicht durch! Wollen die Schocker geiern? Thank you.
Ich habe meine 1000 Schaden schon gemacht. Hast ja schon gesehen, gerade wo ich dreisterweise stand, ne? Ja, ja. Mitten auf dem Innenhof. Ich habe nur 610 Schaden gemacht, 475 ermöglicht. Schön war der LKV 103. One-Shot weggemacht. Und T34 war auch nicht mehr so viel dran. Und den anderen LKV 65 habe ich 403 Damage mit dran gemacht. Hm. Also. Ein Gefecht mache ich noch. Immer mit der großen Arti. Letzte Gefecht, dann ist gut für heute. Ich habe leider keine Lust mehr. Ich versuche jetzt mal vernünftig hier zu starten. Ja, und jetzt kommen wir bestimmt wieder auf Himmelsdorf. Oh nein, noch beschissenere Map. Komm da oben nicht hin. Ist das nicht hin, da oben hin? Hinten kann man nämlich hoch. Aber da hat mir das noch keiner so richtig gezeigt hat, wo. Was mit der Arti? Ich weiß auch nicht. Schwarze Brücke. Links. Auf geht's. Ey, dieser Type da durchfahren. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich bin offen. Okay. Du warst aber gespottet auf jeden Fall. Ja, meine Lampe ist gerade angegangen.
60. Genau jetzt hatte ich nachgeladen. 1319 Schaden gemacht, aber nur 568 ermöglicht. 2000er Kellen reichlich rausgehauen. Warum war denn jetzt unser T57 Heavy dran mit Bastarde? Hatte der etwa 5 Kills oder was? Und ich hab ihm den 6. geklaut oder wie? Die meisten Kills hat unser Badgehead gehabt. Oh, ich hab noch was blind getroffen. Hab ich nicht. Ja, 100 getroffen. Kann ich dir nicht sagen. Ja, 2100 Damage auf jeden Fall gemacht. Das ist doch gut. Ganz gut, Abschluss. Ja. Aber wenn ich meine komplette freie Erfahrung nehmen würde, könnte ich jetzt bei V-Art die Besatzung auf 100% machen. Okay. Oh, das muss ich. Ich bin bei 99%. Ich gucke jetzt noch eben auf BOT Live. Und dann mache ich sprechen aus. So, dann an die wünsche ich euch einen schönen Abend. Und bis demnächst.